Also, wer Sexton Hill noch nicht kennt, diesen Modus, auf Team, bei Team Fortress 2. Das ist ein ganz normaler Modus, den braucht ihr nicht irgendwie sich kaufen oder irgendwie sowas. da geht einfach irgendein Server, das heißt Sexton Hill, und ja, dann seid ihr schon da drauf. Was muss ich noch sagen? Genau, das ist hier ein Endboss, gegen den man spielt. Und wir sind jetzt gerade hier mit 10 Spielern nur im Gegnerteam. Also 10 Spieler gegen den einen. Der eine hat halt, ist halt so ein Typ, der richtig Power hat. Der boxt einen einmal, hat halt nur Fäuste zum Schlagen. Wenn er einmal trifft, dann ist man halt sofort tot. Und ja, von den Bossen gibt es 4 verschiedene, weil ich weiß. Und ja, einmal den Sexton Hill halt, den wir hier gerade haben. Dann gibt es den Headless Horseless Headman oder sowas. Der pferdlose, kopflose Reiter. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Und ja. Oh, ich bin auch schon voll zu überleben, ich hab Mini-Crits. Und ja. Achso, und wer das Spiel noch gar nicht kennt, das ist ein Free-to-Play-Spiel, das gibt's über Steam. Das könnt ihr euch einfach runterladen, ist, ja, also mir macht's viel Spaß. Das Spiel ist eigentlich so gut wie jeden Tag. Und, ja, also ich find's cool. Jetzt habe ich gerade mächtige FPS-Einbrüche. Oh mein Gott. Oh, 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 leck das. Ist ja gar nichts mehr. Bin tot. Okay. Oh mein Gott. Ach, jetzt leckt sie ja nicht. Wahrscheinlich ist sie auch noch abgeschmiert. Ich hoffe mal nicht, weil... Naja. Letzte Runde auf meiner Lieblingskarte in Military Area. Karte oder Map. Und, ja, achso. Bei den... Wir waren ja gerade stehen geblieben bei den... Bossen, die ich gerade alle aufzählen wollte. Also wir hatten schon den pferdlosen, kopflosen Reiter. Den Sexton Hill. Und das hier, den wir hier gerade haben. Den... Es ist der Ingenieur. Mit einer... Vagina als Gesicht, also Virginia heißt ja. Und ja, was gibt's bei dem zu sagen? Der hat halt eine Rage, da wird er unsterblich, also hat Übercharge. Und ja, das ist voll durch. Also eine Rage ist, falls ihr nicht wisst, was das ist, wenn der Hell oft, also der Boss oft genug angeschossen wurde und genug Schaden genommen hat, dann hat er so, dann kann er auf der Taunt-Taste, also auf G, den man tauntet halt, kann man dann ragen. Da werden die Gegner beim normalen Sexton einfach nur so gebuht, also erschreckt. Dann können die halt nicht mehr schießen, können die nicht mehr weggehen oder sowas. Also schon einmal ganz langsam, halt nur so ungefähr, wie wenn man duckt. Und ja, dann ist halt leichter, die zu töten, aber bei dem ist es voll nubig, weil der halt dann überall Charge hat, man kann ihm keinen Schaden hinzufügen und man wird noch so geboot, also geraged halt, und dass man sich nicht mehr bewegen kann. Und ja, ich finde scheiße, ich rage selber eigentlich gar nicht. Und was, ich habe ja noch gestompt. Ach, habe ich ja auch. Okay, was, okay, mega leck. Gut, ich glaube, das war's auch schon. 2 Runden, Karte zu Ende. Und ja, das war mein erstes Let's Play und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch. Wenn nein, Daumen runter. Ihr könnt mir auch Vorschläge machen, was ich besser machen kann oder so. Schreibt einfach in die Kommentare. Und jo. Bis dann. Ciao.